herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder mit einem Thema zum Thema Krafttraining, Muskelaufbau, und zwar die konzentrische Bewegung, explosiv ausgeführt. Kurz nachdenken, ihr wisst, um was es geht. Der eine oder andere, der schon länger dabei ist, der hat schon davon gehört, dass man mit einer explosiven Ausführung, das heißt die konzentrische Phase, und zwar für die Einsteiger konzentrisch jetzt beim Bankdrücken, die Druckphase nach oben, dass man die explosiv beschleunigt. Das hat einen Vorteil, haben schon viele gehört. Das ist auch richtig so, aus einem ganz einfachen Grund, weil man durch diese explosive Ausführung im Moment am Anfang der Übung, also am Anfang der konzentrischen Phase, mehr Muskelfaserbündel anspannt und somit auch während der Belastung und konzentrischen Phase mehr Muskelfaserbündel an der Arbeit beteiligt sind. Mehr Muskelfaserbündel, die an der Arbeit beteiligt sind, umso höher ist natürlich auch der Reiz an der Muskulatur, an der trainierten Muskulatur. Und dieses wiederum kann unter besten Voraussetzungen natürlich auch einen verbesserten Muskelzuwachs darstellen. Punkt. Jetzt kommt aber Folgendes. Ich sehe zwischenzeitlich, dass sich die einen oder anderen schon informiert haben, auch Anfänger, und zwar blutige Anfänger, die genau hier diesen konzentrischen Bewegungsablauf explosiv ausführen. Nur, hier wird eins vergessen. Sie führen den konzentrischen Bewegungsablauf, den Belastungsweg, wo mehr Widerstand entsteht, zwar explosiv aus, aber nicht kontrolliert, sondern unkontrolliert. Dafür können Sie nichts, die Ansteiger, die Anfänger. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man hier dazu natürlich auch ein wenig mehr Erfahrung mitbringen muss. Und zwar, dieser unkontrollierte, explosive Bewegungsablauf sieht in der Regel beim Bankdrücken zum Beispiel so aus. Also ohne Kontrolle der Gelenkstreckung einfach mal feuerfrei das Gewicht von A nach B bewegt. Zwei Probleme entstehen da. Und zwar, das Gelenk hat somit nicht mehr genügend Schutz, weil einfach das Gehirn noch nicht in der Lage ist, bei einem Anfänger die gesamte Bewegung so zu strukturieren, dass es nicht zu Fehlbelastung kommt. Das ist Nummer eins, es kann zu Überbelastung von den Gelenken und Gelenksanteilen kommen. Und Nummer zwei, den meisten gelingt es nicht, bei einer explosiven Bewegungsausführung auch noch den Zielmuskel im Fokus zu haben. Sondern, das ist einfach so, ich bezeichne es mal als Beispiel, als praktisches Beispiel, ich stehe hier, habe eine Schrotflinte in der Hand und drücke ab nach oben. Und da oben fliegen ein paar Vögel rum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie treffe, ist ganz groß, aber ich werde nie gezielt genau die treffen, die ich treffen möchte. Und genau aus diesem Grund ist es ganz gut, wenn man überhaupt mal als Einsteiger, als Kraftsport-Einsteiger, sich erstmal grundsätzlich mit der Trainingstechnik im Krafttraining überhaupt mal beschäftigt. Das heißt, dass ich überhaupt mal lerne, den Zielmuskel fokussiert anzusprechen. Dass ich überhaupt mal lerne, kontrolliert die Bewegung auszuführen. Und dass ich auch lerne, ohne Umkehrschwung zu arbeiten. Weil in der Regel kommt bei der explosiven Bewegungsausführung auch noch der Umkehrschwung dazu, der wiederum sorgt, dass eigentlich dann das, was ich mit dem explosiven Bewegungsablauf, mit mehr Muskelfaserbündel anspannen, gut mache, aber wieder vernichte, weil ich mit Umkehrschwung arbeite. Umkehrschwung, der ein oder andere, der mir folgt, kennt das Thema Umkehrschwung. Ich werde es oben verlinken, dann klickt da drauf, Umkehrschwung, dann könnt ihr euch das Video angucken, damit ihr auch wisst, was ist überhaupt der Umkehrschwung. Das war es heute schon mal wieder kurz und knapp für euch, was zum Thema Trainingstechnik. Also, wenn ihr trainiert, es ist schön, dass ihr trainiert, es ist schön, dass ihr euch informiert, aber Step by Step. Als Einsteiger, Anfänger sollte man mit kleinen Schritten anfangen. Das macht sich bezahlt, und zwar dann, wenn man verletzungsfrei und lange am Ball bleiben kann. Das war's schon. Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, immer zu dem Thema deine Fitness, meine Aufgabe. Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel. Viele von euch kennen mich als Personal Trainer Karlsruhe und noch mehr kennen mich als Mr. T. Schaut einfach regelmäßig rein in meinen YouTube-Channel und erhaltet bei mir
die wichtigsten Infos und vor allem die ehrlichsten Infos vom ältesten und vom gereiftesten Personal Trainer. Und ganz wichtig, wehe, ihr abonniert nicht.